Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Mein Nemesis überall Spinnen und ich habe bemerkt, dass ich im letzten Part die ganze Zeit mit dieser Haube rumgerannt bin und nicht mit meinem Helm. Fail, aber naja, egal. Im Ernst, nee. Das Schlimme ist, ich habe keine Bolzen mehr. Das heißt, wenn jetzt irgend so eine Spinne kommt, ich werde in den Nahkampf gehen müssen. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht für mich. Die Typen haben Schaden bekommen, als sie da reingingen. Wahrscheinlich kriege ich das dann auch. Die Frage ist nur, wie viel Schaden bekomme ich? Wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Mal kurz testen. Beeilung. Wow, das war geil. Okay, es war gar nicht mal so viel Schaden. Oh ne, Spinnen wieder. Oh. Heilige Maria. Leute, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe keine Bolzen. Das könnt ihr mir nicht antun. Giftpfeil. Ne, wisst ihr was? Das könnt und werdet ihr mir nicht antun. Übrigens, ja, ich soll es vielleicht nochmal erwähnen, ich habe den Langbogen hier geschärft. Hier, Dreckig. Fall runter. Jede einzelne von euch wird jetzt vernichtet und ich werde da hinten sitzt die Spinnenkönigin oder so. Toll. Das ist die nächste, du. Gut, dass ich wenigstens Pfeile habe. Heilige! Wehe, irgendjemand von euch kommt her. Ich hab Feuer. Los, verpisst euch. Verpisst euch. Wo ist die nächste da? Das war gerade mal der Anfang. Ja, ist vielleicht lame, aber hey, es sind Spinnen und da ist mir jedes Mittel recht. Gut, dass ich noch einen Bogen mit Pfeilen habe. Du hockst da oben. Komm runter. Sag mal, wieso schwer? Ja, jetzt kommst du runtergefallen. Noch irgendeine, irgendwo eine Spinne.
Nee. Seele eines Helden, Goldharz. 4 Goldharz? Oh je. Verschlossen. Ich höre sie schon. Finstergeist. Wow. Ich wollte ihn echt backstabben. Ja, jetzt. Das ist eine ziemlich schwere Waffe, mein Freund. Und du machst eine Fatroll, glaube ich. Du Depp. Das hast du nicht wirklich gemacht, oder? Spinne durch. Oh, nee. So Leute, ich bin echt fertig wegen diesen ganzen Spinnentieren. So. Es ist mir jetzt egal, ob ich Seelen verschwende, die ich eventuell für Leveln verwenden könnte. So, das sollte für diese Spinnenbrut reichen. Kapellenzugang, das ist so meilenweit weg. Das sind überall Spinnen, überall. Da seht ihr, da hockt schon der Erste. Überall aufpassen. Jetzt muss ich wieder auf zigtausend Spinnen Acht geben. Penner. Toll, die opfert sich. So, dann kommt mal her, Mistviecher. Ist ja dieses shiny Ding. Ich kann da eigentlich gnadenlos runterspringen, dann könnte ich mir so viel skippen.
Nervt mich das überhaupt? Ja. Das Shiny müsste ich bekommen. Ich würde, der ist fast explodiert. Du bist runtergefallen, dreckige Spinne. Unten ist auch noch ein Shiny. Titanit-Pokémon und fossiler Drachenknochen, danke. Das sind überall Shinies, aber das sind auch überall dreckige Spinnen. Ich könnte da lang, da lang. Dann wäre ich da. Die Spinne da ist jetzt gleich tot. Das schwebt in der Luft. Von da aus komme ich nirgendwo mehr hin. Und zurück komme ich auch nicht mehr. Wenn ich da lang gehe, bin ich da, komme aber nicht mehr weg. Dann muss ich nämlich da und da und da. Gut, das wäre nämlich eine Abkürzung darunter. Du blöder Sack! Ja toll, meine Seelen sind weg wegen dem Penner. Hier kann ich natürlich auch so gut entkommen. Egal, scheiß drauf. Scheiß einfach drauf, solange ich die Spinnen loswerden kann. So. Hast du verdient, Penner? Toll, verfehlt das Spinnenbein. So, jetzt kommt her. Du bist der Erste. Na, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Zuerst. Jeder von euch kriegt einen Bolzen ab. Was? Die ist ausgewichen? Schieß doch. So, rufe ich hier jetzt keine mehr. Danke. So. Und ist einmal weg. Und. Oh, du lebst noch? Guck nicht so doof. Ja, da unten sind meine Seelen, das sind aber die wenigen Seelen da. Ich habe nicht mal Shiny angesammelt. Ich bin doch so doof, ich hätte den von hier oben aus killen können. Habe ich jetzt davon, ist meine eigene Schuld. So. Ja, los nicht runter zu den Spinnen. Große Titanitscherbe.
Was los? Jetzt kann ich die Shinies da drüben leider nicht einsackeln. Oder das fallen lassen. Garantiert noch mehr. Oh, da unten ist noch einer. So ein Typi. So. Ist das Flakonchef? Ja! Oh, nur du. Ich dachte schon, es wäre eine Spinne und habe für einen kurzen Moment Angst gehabt. Ja, mir egal. Ja, da hinten ist das Shiny, ich weiß. Haut ab! Ich habe Feuer neben mir. Was war das denn? War das eine Falle von dem Viech da? Wie unfair! Was ist jetzt auf einmal los? Ich glaube, das Spiel will mich zum Ekeln bringen. Hey, ich habe dich doch voll getroffen, Mistvieh. Spiel will mir meine Bolzen klauen und mich den Spinnen gegenüber in den Nahkampf zwingen. Das will das Spiel mit mir machen. Aber das Spiel kann mich mal diesbezüglich. Und du kannst mich auch. Schieß dir in deine hässliche Visage. Jetzt bräuchte. Ja toll, schieß gegen die Wand. Was ich jetzt bräuchte, wäre Pyromantie. Lalala. Ja. Ich, du da. So, hoffentlich war's das. Scheiß Eid, dass die immer wieder spawnen. Bisher habe ich ja kein großartiges Problem damit gehabt, aber bei den Viechern hier mache ich eine Ausnahme. Sieht gar nichts. Hier war aber noch eine, oder? Genau, da unten. Was gefälligst los? Du musst auch einstecken. Ja, auf, lass ja deine Zauber. Zauber ist tot. Soll ich jetzt da überspringen und das Shiny holen? Oh! Titanitbrocken, danke. Aber jetzt komme ich nicht mehr dahin.
Ja, und unter mir ist genau diese Grube. Was? Na, wer kommt denn da? Und guck nicht so doof. So, meine paar Seelen, auch wenn es nicht die sind, die ich hatte, aber die hätte ich dann schon ganz gern. Oh Mann, trotzdem viel. Ja, lass los. Scheiß ekelhafte Drecksspinne. Ja, die ist ja schon da. Das gebe ich jetzt nicht für eine Pyromantie. Oh, weg, 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 roll doch. Da kommt die nächste. Ja, da der Spinnenmann. So aufpassen, dass ich nicht versehentlich da reinfalle. Hast du auch Angst vor Feuer? Auch nicht. Was? Der hat mich im selben Moment gestochen? Egal. Das Blöde ist nur, dessen Leiche bleibt. Okay, kurz Spinnen anlocken und dann schnell wieder abhauen. Ja, da kommen sie alle. Komm, hör auf, das will ich nicht. Ich muss mich hinterm Feuer verstecken. Hau ab! Du Mistvieh. Ja, oh, das war das Beine. Dieses Spinnenmanns. Okay, scheiß auf das, was sie überlegt. Komm ich gar nicht hoch. Okay, wo war denn jetzt der nächste Weg? Von der Seite. Da ist ein Leuchtfeuer und eine Spinne. Kann sein, dass hier ist keine versteckte Wand. Die Truhe, da kriege ich auch nicht auf. Okay, schön und gut, da ist ein Leuchtfeuer. Wie komme ich daran? Natürlich sind überall Spinnen in der Nähe des Leuchtfeuers. Glaube, das wird das Leuchtfeuer sein, das ich am meisten hasse. Muss jetzt nicht ernsthaft wieder überall durch, oder? Oh nee. Oh, Abschussstuhl. Das ist echt ein Job für Armbrust und Fackel.
Ich würde gern bis zum nächsten Leuchtfeuer noch kommen in den Part, aber es ist denkbar unwahrscheinlich. So, mal kurz erholen jetzt. Das wollte ich eigentlich nicht. Das will ich auch nicht. Ja. Oh, Kacke. Okay, eine nach der anderen. Unten ist der Spinnenmann. Piss dich. Oh. Toll, jetzt bin ich wieder genau da, wo ich den Part begonnen habe. Super, Fortschritt. Schlag doch die Tür ein. Seh dich ganz genau, du Mistvieh. Hast du verdient. Will ich euch nicht so abfackeln? Oben ist auch noch eine. Sehe ich ganz genau, da oben kommt runter. Ihr seid auf der falschen Seite. Achso, es ist ein Spinnenmann. Im Ernst, der kann einem am meisten leid tun, wenn ein sowas verwandelt wird. Der Spinne kommt hoffentlich nicht. Wo seid ihr, Mistviecher? Will ich nicht. Genau das will ich. Oh, der Part, ich kann ihn gleich wieder beenden, weil er schon wieder so lange geht. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Sollte sie trotzdem vorschwächen, die Typen. Kann ja nie wissen. Weil der Erste, der kommt da jetzt hoch. Aber egal, die sind kein großartiges Problem. Das sind ja keine Spinnen. Oder nimm deiner Schaden. Der dahinter auch. Ist das so? Da kommt noch einer. Der fällt gerade tot um. Da steht einer. Na los, komm her. Mit euch habe ich keinerlei Probleme. Echt, ihr seid ein Witz. Vorne ist der Spinnenraum. Habe ich jetzt meine Ruhe?
Nein, habe ich natürlich nicht, weil so ein Leguan ist auch noch da, der mich versteinern kann. Egal, ich pflanze mich wieder hier, nehme die Fackel, also bin ich jetzt genau da, wo ich den Part begonnen habe. Ja, super klasse. Aber dieses Mal schaffe ich es hoffentlich. Das war Dark Souls. Prepared to die, ich würde fast schon sagen. Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.